Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Republic, Schmuggler bzw. Schurke. In der letzten Folge haben wir hier aufgehört. Ein paar Gefährtengespräche gemacht. Hat noch irgendwas gemacht? Auf jeden Fall Gefährtengespräche. Und hatte Gefährtenquests vom Corso. So wie Raskuro. Schön, solche Geschäfte zu machen. Na, schau da. Was haben wir da drin? Oh. Das. Ich hab doch Besaues. Das ist das Solo-Terminal deines Schiffes. Captain, ich hoffe, ihr habt dafür gesorgt, dass ihr nicht verfolgt werdet. Ich muss euch daran erinnern, dass allein die Existenz unseres Gefängnisses auf Belsavis streng geheim ist. Bevor ihr weiter vordringt, müsst ihr einen Eid ablegen, absolute Verschwiegenheit zu wahren. Och, na gut. Flirten muss ich das? Ich verspreche gar nichts. Soll ich vielleicht auch noch was anderes ablegen? Ich meine es ernst. Unsere Sicherheitsvorkehrungen wurden bereits durch das Imperium beeinträchtigt. Wir können es nicht riskieren, dass die Unterwelt etwas erfährt. Vor ein paar Tagen wurde unser Gefängnis angegriffen. Ein imperialer Luftschlag. Offenbar koordiniert mit einem groß angelegten Ausbruch im Inneren. Auf dem Planeten herrscht Chaos. Täglich kommen neue Schocktrupps an, um den Schaden zu begrenzen. Was hat das mit mir zu tun? Ich dachte, das sei geheim. Kann ich helfen? Ich soll hier doch nur irgendeinen alten Verbrecherboss jagen, oder nicht? Ivory ist alles andere als irgendein Verbrecherboss. Ich kann euch nur autorisieren, ihm einige Zugeständnisse zu machen. Ivorys Strafe können wir nicht mildern. Wenn er kooperiert, kann er 3 Stunden täglich auf dem Trainingsgelände verbringen. Keine Gesellschaft, keine scharfen Gegenstände. Ein Bad pro Woche, allein, abgesehen von Wachtdroiden. Wenn seine Informationen zur Verhaftung von Rogun dem Schlechter führen, erhält er ein einziges überwachtes Holo-Gespräch seiner Wahl. Das ist alles? Flirt, das macht doch keinen Spaß. Kelly geht es auf meine Art. Wisst ihr, wenn man einen Mann einsperrt, so ganz allein, wird er ziemlich einsam. Könnt ihr das nachfühlen, Captain? Was ist? Hält euer kleiner Harem, mit dem ihr herumreist, euer Schiff etwa nicht warm genug? Macht keine Scherze über Ivory. Er ist klug. Seine Anhänger waren so loyal, dass der Senat ein neues Gesetz erließ, das ihre Verurteilung als ein Individuum erlaubte. Rogun der Schlechter war Ivorys Schützling. Wenn Ivory ihn nicht aufgibt, habt ihr die Erlaubnis zur Anwendung von unmittelbarem Zwang. Ich habe mit Marschall Kavarat in der republikanischen Basis gesprochen. Sie kann euch helfen, falls ihr etwas braucht. Ich habe Marschall Kavarat. Okay. Meist gesucht. Okay, wieder eine neue Streukanone. Worum gehe ich hier hin? Falsche Richtung gegangen. Nicht nachgedacht. So, jetzt mal raus hier aus dem Team hier, aus dem schönen Schiffchen hier. So, wenn wir. Na komm, gleich der. Ja, auf dem Bildschirm auch eine Idee. So. Hier haben wir den Handlungsbogen, den machen wir jetzt natürlich wieder nicht. In der Hoffnung, dass ich den nicht annehmen muss? Nee. Ich glaube, das gab es aber wirklich nur auf Quest, dass man den Handlungsbogen annehmen muss. Minimalsicherheitsbereich. Da. Ah, oh, Besav ist ein sehr, sehr riesiger Planet. Hat nur so wenig Leben verloren? Das sah irgendwie etwas höher aus.
Ihr verschwendet meine Zeit. Wir stecken in einer Krise. Über 10.000 Häftlinge laufen frei herum und die meisten Wärter sind tot. Senatorin Dodonna geht entschieden zu weit, wenn sie denkt, dass ich alles stehen und liegen lasse und euch helfe, damit irgendein Verrückter eine neue Gute-Nacht-Geschichte erzählen kann. Das war deutlich. Flirten. Beginnen wir nochmal von vorn. Helft ihr uns jetzt oder nicht? Komm. Wir zwei hatten keinen guten Start. Marschall Kavarat nehme ich an. Ihr wisst verdammt gut, wer ich bin. Also weg mit dem Charme. Hier ist das, was ihr braucht. Häftling Nummer 91403, Zellenblock 923a. Mit diesem Code gelangt ihr in seine Zelle. Alles Weitere interessiert mich nicht. Wo muss ich hin? Wir müssen keine Feinde sein. Passt auf, was ihr sagt. Mit Senatorin Dodonna würdet ihr nicht so umspringen. Wollen wir wetten? Glaubt ihr etwa, dass sie die Aufgabe selbst in die Hand nehmen würde? Die Zellen, die ihr sucht, wurden beim Aufstand beschädigt. Wir sind zu wenige, um alles wieder einzunehmen. Also haben wir den Bereich dem Mob überlassen. Irgendeine Gefängnisbande hat jetzt übernommen und die Zugänge blockiert. Gibt's einen Weg hinein? Den Bob überlassen? Niemand hält mich auf. Ich habe keine Angst vor einem Haufen halbverhungerter Häftlinge. Das ist kein normales Gefängnis, Captain. Also, wenn ihr wissen wollt, welche Bande was besetzt hält und wie viel ihnen daran liegt, darum zu kämpfen, dann müsst ihr jemanden fragen, der da drin ist. Genau wie wir. Sprecht mit Amika. Er ist unser bester Informant. Er ist im Hof des Minimalsicherheitsbereichs. Und jetzt habe ich richtige Arbeit zu erledigen. Sprich mir jetzt Amikap. Na, so schnell stirbt man nicht. Ja, natürlich, natürlich. Ein Jedi kann alles heilen. Ich habe jetzt keinen Bock darauf zu warten. Wenn das Spiel so will, dann will es halt so. Was hier? Warte, fuck, falsch. Ich muss irgendwie nach oben kommen. Wie komme ich denn hier nach oben? Ah, hier glaube ich. Ja, ich sehe jetzt sonst hier oben gekommen. Außer hier über die Brücke. So, da rein. Ich muss irgendwie in Zellenblock 923a kommen. Und ich habe Jeremy gesagt, dass er sich nur was einbildet. Der Captain ist nicht hier. Sage ich nicht. Und ich sieg über Noctuane. Da seid ihr. Ich kann euch im Block 923 bringen. Aber nicht umsonst. Ich zahle Credits. Überreden. Ich kann euch helfen. Ihr redet jetzt. Diesmal bin ich auf der Seite der Wärter. Womit könnte ich euch aufmuntern? Mit dem müssen wir in die Freiheit. Wenn wir rausbringen, zeige ich euch den Hintergang zu jedem einzelnen Bandensteck auf Besavis. Die Geister ist die Bande. Block 923 aufgenommen hat diese aufgehörten Huttensöhne. Wie ein geiles Wort. Sie haben die Zellen umgeleitet, um ein Schild aus ihr aufzubauen. Wir nennen es ihre Festung. Wie komme ich da rein? Erzähl von dem Geister. Wo sind die Generatoren? Redet ihr von außerhalb oder innerhalb des Gefängnisses? Das ist doch korrekt, dass ihr mehr Hirn und was geschweißt habt. Sehr gut. Wenn ihr reinkommen wollt, ohne neuen Freunde zu finden, müsst ihr zuerst die Generatoren abschalten. Das machen dort sein, aber es ist nichts dagegen, was euch drin erwartet. Zeig mal den Weg. Ich weiß es zu schätzen. Jetzt hier mehr über Besavis. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Wo sind die Generatoren? Lasst euch euer Dank sehen. Ich gehe euch die Stadt aus Generators durch und kommen könnt zu. Übertragen können, sobald ihr drin seid, sucht nach dem Arsenal, Geistlager, die Waffen offen, wenn ihr in Deutsch habt ihr es. Vergesst nicht, wer euch geholfen hat, wenn ihr sonst etwas braucht, kommt zu mir. Okay. Der Geißel. Geht's wieder? Und ich dachte, wir sind hier im Spiel in Star Wars, nicht bei irgendeiner Zelle. Also bei irgendeiner. Wie heißen die denn? Bakterienzelle. Weil da gibt's ja auch so ein Geißel dran. Verstanden? War nicht witzig, ne? Oh Gott, wir sind da weit weg, ne? So, was sage ich zu Besavis? Eigentlich, ja gut, Planet.
Jetzt nicht mein Lieblingsplanet, aber auch nicht mein Hassplanet. Was ich an dem Planeten besonders hasse, überall diese scheiß Mauern. Überall sind die im Weg. Immer sind die im Weg. Was haben das jetzt bitte für ein Bug hier? So, drittes Schild jetzt aus. Beziehungsweise eigentlich für uns der erste. Aber Star Wars steht ja immer ein bisschen komisch. So, warte, vielleicht gehe ich so lang. Dann gehen wir so lang. Dann so. Das ist der beste Weg, weil überall diese scheiß Mauern sind. Den kann man echt hier nicht trauen. Den traue ich auch nicht, den Mauern. Wir sehen schon hier an dem Pfeil hier, wie schnell man, wie langsam ist, wie groß der Planet ist, weil der Pfeil sich ja wirklich nur sehr langsam bewegt. Komme ich jetzt überhaupt hier lang? Ja. Ich sag einfach mal ja. Ja, geradeaus oder da lang? Ich entscheide mich mal für hier geradeaus. Dann so, und das ist natürlich falsch. Obwohl. Mann, scheiß Mauern, ey. Ah, da komme ich rein. Perfekt. Ah, da ist es auch schon. Boah. Wieder. Geht's wieder? Oh, scheiße. Komme ich jetzt hier wieder vorbei? Natürlich wieder nicht. Ich muss hier außen rum wieder fahren. Ich hasse die Mauern, ey. Das nervt voll. Ich sehe den Weg schon mal. Also hier lang. Dann da geradeaus, wo wir eben lang gefahren sind. Yep, ich sehe. Ich weiß, wo ich lang fahren muss. Hier lang. Aber Savas, da ist echt die Karte dein bester Freund. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne die Karte machen soll. So. Ob ich überhaupt lang? Ah ja, da. Kurz überlegt, ob ich vielleicht doch da oben hin muss. Aber so war es ja nicht. So, dann stun ich dich. Das ist so praktisch mit dem Stun hier einfach. Ich kann alles heilen. Du musst das Waffenlager jetzt plündern. Jetzt darf ich wieder zurückfahren, toll. Ja, klar, natürlich. Ja, klar, ja, ja. Ein paar Schüsse und ich fall vom Gleiter. Das ist wieder so typisch. Der Bash. Jetzt darf ich wieder so lang fahren, ey, so ein Scheiß. Ich hasse Besavis. Also ich hasse Besavis nicht vom Aussehen, sondern einfach nur von den scheiß Mauern. Überall sind diese Mauern. Ja, ich habe doch gar nicht aufgedeckt. Hier ist sogar ein Gleiterpunkt. So, hoffentlich komme ich jetzt von hier aus auch wieder dahin. Doch hier ist keine Mauer im Weg. Alter. Doch, hier ist auch wieder eine Mauer. Ach, so ein Scheiß, ey. Wie, ich komme jetzt hier wieder nicht rein. Wo komme ich hier rein? Wo komme ich hier rein? Der Planet kann ewig dauern. Ich überall rumfahren muss. Nicht brüllen, bitte nicht brüllen. Wo komme ich hier rein? Wo komme ich hier rein? Auf die Impasis hier unten. Wo komme ich hier rein? Gibt es überhaupt einen Eingang? Gibt es hier gar keinen Eingang?
natürlich wieder an der letzten Stelle, wo ich suche. Ich hätte aber auch auf der Karte auch sehen können, ne? Ist egal. Hauptsache, wir haben es gefunden. Ich war doch auch der Druide, ne? Verpennt hier. Egal, Hauptsache, wir haben es jetzt hier erstmal gefunden. Ich tue, was ich kann. Das sollte kein Problem sein. Hier schön hier durchgestelft. Wir können es ja. Okay, das ist das Waffenlager. Euch muss ich besiegen. Geht's wieder? Zack. Waffenlagerplünderung. Ne, die Gegner lassen jetzt in Ruhe. Hä? Was war denn das jetzt schon wieder, bitte? Warum ist die Tarnung schwer weggegangen? Das nervt mich voll. Warum geht die scheiß Tarnung mal wieder weg? Komme ich hier unbeschadet runter? Nö. Komm schnell vorbei, bevor ich wieder enttarnt werde. So, öffnen. Oh, das war einfach. Das ist gut, Gespräch. Wo ist er denn jetzt? Ist er hier? Abgehauen. Ist besser gelaufen als erwartet. Ich habe gesehen, dass die Zellentür geöffnet wurde. Euer Mann, Ivory, ist er da? Wart ihr schnell genug? Er ist nicht hier. Schnell genug? Warum interessiert euch das? Hier ist niemand. Es sei denn, Ivory kann sich unsichtbar machen. Huttensohn. In allen Trakten wurde Alarm ausgelöst. Es gibt einen neuen Ausbruch. Hochsicherheitszellen auf dem ganzen Planeten. Auch dort, wo der Aufstand gar nicht stattgefunden hat. Offenbar waren alle Teil von Ivorys Syndikat. Er sammelt seine Leute, Captain. Und das Schlimmste ist, dass sie nicht an die Oberfläche wollen. Sie gehen noch weiter runter. Ins Herz von Belsaris. Was ist so schlimm daran? Ist nicht gut? Flirten, ich will eine Entschuldigung. Na kommt schon, sagt es. Es tut mir leid, Captain. Ich hätte freundlicher zu euch sein sollen. Es gibt Dinge, die tue ich nicht einmal für die Republik. Was? Hör zu. Ich weiß, dass es in diesen Gewölben Geheimnisse gibt, die meine Kenntnis weit übersteigen. Geheimnisse, die wichtig genug sind, dass die Republik Milliarden dafür ausgibt, sie zu verstecken. Und gefährlich genug, dass sie uns Marschälle hier stationieren und Sondereinheiten in die Gewölbe schicken. Und Ivory ist der Letzte, der in die Finger kriegen darf, was die Republik hier versteckt. Ich soll ihn also aufhalten. Flotten, ich könnte euch helfen. Was erwartet ihr denn? Wenn ihr mich ganz freundlich bittet und brav einen Knicks macht. Wenn das funktioniert, ich brauche euch, Captain. Ich habe sonst niemanden. Sucht in Ivorys Zelle nach Hinweisen darauf, wo er jetzt sein könnte. Und wenn ihr etwas findet, sagt es mir. Toll. Was haben wir sonst hier? Außer diesen einen tollen Hinweis. Oder hat er sich jetzt in der Kiste versteckt?
Wieso kann das Leben nicht ausnahmsweise mal einfach sein? Und was ist das? Das ist auch nochmal eine Bombe. Einen Moment. Ich versuche, eure Position zu bestimmen. Ich zoome mich heran. Seht ihr, wie glatt der Stein ist? Das ist nicht erst kürzlich geschehen. Ivory hätte sich schon jahrelang frei im Gefängnis bewegen können. Ziemlich große Sicherheitslücke. Flirten, das gefällt euch, oder? Kriegen, komm, diesmal flirten wir. Gefängnisverwaltung ist wohl nicht gerade eine Stärke der Republik. Wir sperren die gefährlichsten Verbrecher zusammen ein an einem Ort, den wir nicht unter Kontrolle haben. Sowas kann sich nur ein Haufen Senatoren ausdenken, die sicher auf Coruscant sitzen. Ich habe allerdings gute Nachrichten. Einer von Ivorys Handlangern ist immer noch in Gefangenschaft. Nummer 91406. Weiblicher Ratataki. Name, Sraya. Sie wurde nicht weit von hier im Rahmen eines vertraulichen Rehabilitierungsprogramms eingesperrt. Ich schlage vor, dass ihr herausfindet, was sie weiß, bevor Ivory sie verschwinden lässt. Kontaktiert mich. Okay. Freie Sraya. Geil, wie sie selber aufgesprungen ist. War das schon vorher auf der Karte? Okay, ich würde sagen, machen wir jetzt das mal bei Essen in der nächsten Folge. Ja, bis bald und...